Hallo und herzlich willkommen zu einer der epischen Stunden, die wir hier in Wisdom jemals erlebt haben. Wir haben uns hier versammelt und man glaubt es kaum, wir sind heute nicht nur Magier, sondern wir haben auch Hexe dabei. Also von daher schon mal die Hexe als erstes, den lieben Seka und den lieben Kundran. Hi, hi. Hallo. Hi. Und die Magier sind in der Überzahl, denn wir haben heute die Anne. Hallo. Den Lobi. Hallo. Den HP. Moin. Den McManius. Hi, Leute. Und mich. Hallöchen. Dino. Und ja, irgendwer darf jetzt erzählen, was heute so auf euch zukommt. Oh, so viel spannende Sachen. Tino, ja, es wird auf jeden Fall eine der ewigsten Folgen werden, denn es ist die letzte Folge, es ist die Abschlussfolge. Wirklich? Nein. Oh, wow. Entschuldigung, da bin ich hier falsch. Okay, das wusste ich jetzt. Dann gehen wir wieder. Das wusste ich nicht. Ja, aber es wird auf jeden Fall, es wird die letzte Folge Wissen werden und wir wollen uns natürlich jetzt auch auf diesem Wege von euch verabschieden. Und das bedeutet, wir sind insgesamt, glaube ich, summa summarum 7 Leute und wir werden uns jetzt hier noch ein bisschen vorbereiten, werden noch ein bisschen über das Projekt quatschen und dann ein kleines Deathmatch veranstalten, nämlich jeder gegen jeden. Wir schauen mal, wer übrig bleibt, wer das ganze Teil gewinnt. Ich bin sehr, sehr gespannt auf jeden Fall. Aber es gibt keine Teams, keine Hexer gegen Magier, keine Ahnung, sondern einfach jeder gegen jeden und genau. Mal gucken. Klatschen, random klatschen. Random klatschen. Meine liebe Anne, du meintest, du hättest Augen über, das ist richtig. Ja, komm rüber und holst dir aus der Kiste. Das wäre supi. Hier unten in meinem EP-Keller. Anne, Thema, ja. Bist du eigentlich böse, wenn man dir Dinge wegnimmt? Warum? Gute Frage. Was hast du mir weggenommen? Deine Kühe sind alle tot. Warum? Keine Ahnung. Ja, bestimmt wegen der Kugel. Ja. Boah, ich habe ja letztens echt gedacht, irgendwer hat mich getrollt, ne? Weil ich gehe in meinen Keller, wollte die Treppe runtergehen, fall komplett nach unten durch und stelle fest, meine Leitern sind weg. Bis mir gekommen ist, dass vor, keine Ahnung, so 3 Minuten vorher ein Wasser in den Keller runtergeflossen ist und das wohl, dass die Leitern weggeschwemmt. Ich stehe so da, wer war das? Das gibt's doch nicht. Wer macht sowas? Das ist voll fies. Ja, ich meine, war letztens bei Lobi in der Grube und dachte mir so, wo ist dein Lava-Bottich hin? Was? Okay. Wo dein Lava-Bottich hin ist. Lava-Bottich? Ja, dein Bottich. Eimer. Wo das Loch mit dem Lava drin? Wo ist das hin? Das habe ich weggemacht. Warum? Ja, wieso nicht? Boah, dafür gibt's gleich nochmal einen Bogen ins Gesicht. Warum hast du das? Ich sage dir. Komm her, du kleiner Nupup. Nupup? Julia, wo bist denn du? Suchst du gerade meinen Aum? Ah, hey, suche das Aum. Ja, komm mal runter. Du musst noch eine Etage weiter jetzt runter. Jetzt hat er mich auch noch getötet. Oh. Mensch. Wieso seid ihr eigentlich so doof? Regelverstoß. Hier das ist, das drin. Oh, vorbei, das war's. Ich hau da mal ab. Oh Gott, das ist der Lobius. Ich hau ab. Boah, so. Seid voll die Regelbrecher hier, ey. Was, du brauchst also Lava, sagst du, HP? Wie bitte? Brauchst Lava? Ich hätte mal Lava gebraucht, aber das ist schon eine Weile her. Mr. Lava, Lava. Okay, ich glaube. Ich kann mir zwar vorstellen, dass es die ein oder anderen Zuschauer gibt, die das ein bisschen traurig finden werden, dass wir jetzt mit Wisdom so abrupt und teilweise auch ein bisschen unvorhersehbar aufhören, aber das Projekt hat einfach eine Wendung genommen, wo es halt einfach irgendwie, wie soll ich sagen, wenn wir es jetzt nicht machen, dann wird das Projekt wirklich irgendwo einen Weg wählen, der nicht schön ist, weil es einfach zu Ende geht, man merkt es einfach. Und man muss natürlich ganz klar dazu sagen, dass auch das nächste Projekt schon wieder in den Startlöchern steht. Jo. Wie heißt denn nochmal dieses Säckchen, wo man die Arcane-Stones reinmacht? Arcane-Pouch. Ja, Arcane-Pouch. Wofür brauchst du das? Tja. Hä? Wofür brauchst du das? Oh mein Gott. Warum willst du das wissen? Wir werden alle. Keine Ahnung. Julia? Wie bitte? Dein Dach brennt. Warum? Hör doch mal auf damit, RGP jetzt! Was soll der Scheiß? Erst killst du alle meine Kühe und dann. Ja, klatsch ihn mal. Das ist nicht nett, ja. Wer will mich klatschen? Hey. Oh, jetzt habe ich meine ganzen Level verloren wegen ihm. Oh, das ist natürlich blöd. Komm nochmal zurück, dann leveln wir nochmal zusammen. Einfach. Ja, ich glaube, das ist besser. Boah, dieser AGP. Boah, der Trollpi. Trollopi. Oh. Aber erzählt mal, wie fandet ihr das Projekt? Wie,
keine Ahnung, wart ihr, fandet, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das Projekt echt mega, also es war richtig cool gewesen, es war eine super Idee, ich bin noch nie vorher so in die Richtung jetzt Magie und Hexerei in Minecraft gegangen und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, fand es schon krass, also ich fand es schon cool. Also mir hat es auch ultra Spaß gemacht. Wie geht das nochmal, wie füllt man das nochmal auf, das Säckchen? Ach, man klickt drauf, ne? Account Stone. Ah ja, okay. Perfekt. Hat jemand noch ein paar Scrolls für mich? Nee, das ist wirklich leider die falsche Frage. Wieso? Na, jetzt wird ja wohl keine mehr Scrolls. Ja. Kann man die eigentlich ganz normal craften oder muss man die irgendwie... In dem Buch. Ganz normal, in also Buch. Im Buch musst du die schreiben sozusagen. Und das musst du erst erlernen mit Level. Welche, hat jemand Ars Magica von euch? Ja. Welche Level seid ihr in Ars Magica? 20. 500. 25. 28. Was, 500? Hat jemand 500 gesagt? Ich werde das doch jetzt nicht verraten. Nein, ich bin Level 30. Wow, ich bin auch Level 30. Wow, du bist auch Level 30. Wow. Julia, so schreibt man nicht hier. Julia ist bestimmt OP, ey. Alter, voll OP, ey. Ey, du bist OP, ey, oder was? Wo ist denn jetzt? Ich brauch die Stufe. Mein Altar ist nicht ganz. Das hat ein Zuschauer sehr richtig gesehen. Sehr richtig? Hat er sehr richtig gesehen? Warte, hast du zufällig meinen Zauberstab? Also meiner Meinung nach... Nein. Also Leute, ich bin einfach nur ready to fight. Ja, ready to rumble. Also ich würde sagen, die Leute, die wollen, können ja schon mal zum Duellplatz gehen, oder? Ja, den habe ich ja da hinten. Ne? Ja, Koordinaten da hinten? Sind gleich. Wo ist denn da hinten? Bei uns Magierndorf. Darf ich einen Zauberstab mit dem? Wo denn? Nein. Wo die Druckplatten auch sind? Da hinten? Hier, da wo ich bin. Siehst du mich noch auf der Map, ja, ne? Oh, ich habe eine rote Rune vergessen. Nee. Oh. Lauf, ja, Julia, lauf! Koordinaten sind minus 486, minus 122. Sag da einfach mal, wo da hinten ist, oh mein Gott. Ja, hab ich dir doch die Koordinaten gesagt. Wie soll ich dir das sagen, da hinten? Richtung Hexerdorf, genau, so rum war's. Lohstrack ist schon da. Anne. Ja, du siehst mich auch auf der Minimap. Oder? Das ist so. Hier oben auf dem Baum. Hier. Jo. Ach da, ja, hi. Genau. Hey, du hast ja Hunde dabei. Ja. Oh, Knuffischen Welpe. Schon gut, oder? Lobi, ich hab gehört, du brauchst Eier. Ja, bitte. Also wir haben jetzt auch mal festgelegt, der Duellplatz wird 16 Chunks groß sein, das heißt 4x4. Ist der so groß jetzt eigentlich? Ich hab kein Eisen, das wundert mich. Vielleicht hat jemand Wolle oder ein Bett dabei, dass die Personen, die sterben, danach wenigstens noch spectaten können? Oh, das wäre super, ja. Was? Wegen was? Dass die Leute dann noch zugucken können. Was braucht man da? Ja, Bett können. Einfach ein Bett, dass wir da dann, also dass man da dann wieder spawnt. Dass man da spawnt? Das ist eine saugute Idee. Echt eine gute Idee. Lobi, wo bist denn du? Zu Hause. Sag nochmal ganz kurz die Koordinaten. Warte mal. Grade, was Raypoint. War die Z-Koordinate? Ungefähr minus 490, minus 140. Genau. So, dann seid ihr ungefähr da. Gott, kommt der Pfeil eigentlich wieder nach unten geflogen? Minus 190. Nein. Autsch. Also minus 490, minus 190. Bist du oben oder unten, Lobi? Minus 490, minus 140. Ich bin hier unten. 140, okay. Genau. Also, du meinst da unten? Ne, ich bin oben. Man kann gleich der Maggie entscheiden, ob das Duellgebiet für ihn groß genug ist. Nee, da brauche ich ja jetzt nicht. Voll das Kaboom-Bild für diesen Zauber. Voll das Kaboom-Bild. Das ist ein episches Kaboom-Bild. Das ist ein episches Kaboom-Bild. Um nochmal auf die Frage zurückzukommen, also mir jetzt auch, beziehungsweise ich glaube Björn auch, mega viel Spaß gemacht, weil es auch unser erstes Modpack irgendwie war für Minecraft. Ja. War schon ziemlich cool. Ach so, das war euer erstes Modpack in Minecraft? Genau. Ja, davor noch nie mit Mods gespielt. Oh, cool. Ja, war schon ziemlich fett. Ah, das ist schon eine ganz andere Hausnummer, oder? Ja, definitiv. Ja, auf jeden Fall. Das ist eine andere Sache als Vanilla. Das glaube ich euch. Die ganzen Möglichkeiten, die man hat auf einmal. Ja, und dann spielt man ein richtiges Technik-Modpack, ey, da fallen euch die Augen raus, wenn er dann auf einmal so einen Fusionsreaktor baut oder ein Atomkraftwerk. Das ist richtig cool. Ich hab einen Zauber gebaut. Oh oh. Guckt mal, da ist ja... Das soll mich eigentlich auch heilen, macht er aber nicht. Ist dir das groß genug, Maggie? Wie viel Zeit haben wir noch, bis es losgehen soll? Warte mal, ich muss mal gucken. Ach, das sind die Beacons. Ich brauche ein Versuchsobjekt. Ich habe aber nur Blood Magic. Also ich würde sagen, das reicht für uns vollkommen aus. Ja, das ist... Das passt schon. Bist du daheim? Nee, ich bin hier. Sans daheim. Wer daheim?
Ja. Ich bin daheim. Wieso? Wollt ihr wirklich, wollt ihr Goldäpfel essen? Also ich würde sagen auch nein. So, ich baue da mal mein Bett ab. Absturz kommt. Das stimmt allerdings. Was machen die ganzen Hunde da unten? Haben meine Haustiere. So, wenn wir uns mal alle hier in der Mitte bei dem Wasser treffen. Komm, lass uns mal hier in der Mitte bei dem Wasser treffen, alle. Wo? Mitte beim Wasser, Koordinaten. Ein Babyhund. Ja, lass dir nur Zeit, Julia, wir sind ja schon, wir warten hier. Wenn ihr fertig seid, also. Wo denn wartet ihr? Ach, im Duellplatz. Minus 140. Lobby. Boah, Maggie, lauf weg! Musst du mal raus aus deinem Keller. Der Zauber ist lustigerweise ziemlich billig. Irgendwer hat meine Hunde getroffen. X minus 140? Ich hab's in die Koordinaten geschrieben, in den Chat. Dennis, hast du nur was zu futtern? Ja. So. Hi, Lobby. Ja, die zwei hier, die spielen bestimmt zusammen, ey. Das kann ja nicht so was hier. Ach, da sind die zwei. Die Sofas. Da. Oh yeah, die ja Schwert verzaubert oder was? Was geht da? Was? Und hier? Werte, auf gar keinen Fall. Was ist hier los? Zeig mal her, ja. Oh, da ist schon Feuer im Spiel. Heilung habe ich gesehen. Ach so. Oh, Scrolls auf jeden Fall. Warte mal, lass mich gucken. Ist eine Offen-Scroll, okay. Ja, keine Special Scroll bis jetzt. Nur eine Offense-Scroll. Ich bin gespannt. So, wo seid ihr? Kein unfairer Scheiß dabei. Duellplatz. Ja, nichts, was irgendwie wollen. Oh, ja, Lobby, da hat er schon wieder seine Blood Magic in der Hand. Hä, wer hat Blood Magic in der Hand? Alle ins Bett legen, Lobby. Bitte. Ist gerade Nacht. Alle auf Lobby drauf. Truff. Kommt, Tito. Muss man sich nur einmal kurz reinlegen, oder was? Ja, reicht ja, vollkommen. Genau. Okay. Ach so, wo seid ihr? Duellplatz. Oh, meine Hunde. Wo ist der? Ich hab schon wieder einen. Mach deinen Chat auf, dann siehst du das. Okay, warte, ich guck. Weil die Koordinaten wurden, glaube ich, vom... Oh Gott, wieso greif mich... Tja, du die beschossen hast. Darf ich sie töten? Ja, mach weg. Nein, lass HP töten. Hör dazu eigentlich. Die armen Hundis. Jetzt tötet er sie auch noch. Tierquäler. Unglaublich. Tierquäler. Minus 490, minus 140, okay. Richtig. Leckt's bei euch auch gerade so übel hart? Ey, ja, ab und zu hat's mal einen Leck. Hör auf, die Hunde zu töten. Ja, die greifen mich alle an. Zu Recht. Ja, okay, es brennt. Danke, Anne. Wofür? Ich bin gerade auf deinem Dach gewesen. Ach so. Übrigens, was vielleicht auch für die Zuschauer interessant ist, vor allen Dingen für die, die traurig sind, warum das Projekt endet, ist, was kommt denn als nächstes? Also es ist auf jeden Fall schon ein neues Projekt in Planung. Es wird in eine andere Richtung gehen. Es wird auf jeden Fall Technik sein. Es wird so ein bisschen, ja, Echtzeit, Neuzeit, Future, keine Ahnung. Und wird auf jeden Fall viel Technik beinhalten. Und es wird ein richtig cooles Projekt werden. Also denke ich mal. Hast du den schon verraten? Warum nicht? Also, hä? Ja, in welche Richtung es zumindest geht? Ne, jetzt habe ich es eh verraten. In welche Richtung es geht? Technik? Nicht gut? Technik. Ich freue mich drauf. Technik. Okay, dann piepst mich einfach weg in eure Folge. Piepst. Und das neue Projekt geht. Können wir jetzt anfangen, sonst sind meine Buffs weg. Ja, los jetzt. Nee, oh, Anne, nicht dein Ernst, oder? Ich hab auch Buffs. Die hören noch nicht auf. Die hören wohl auf von den Kristallen, die hören auf. Ja. Also, seid ihr alle ready? Ja, ich bin gleich da. Lobius, du kommst mir nicht zu. Maggie, hau ab. Aber ich will noch ein kleines. Ich gehe in die Ecke. Ja, ich gehe auch in die Ecke. Lass die Starken in Ruhe. Lass die Starken in Ruhe? Also, okay. Alle zu HP. Seid ihr alle bereit? Ja. Ja, gut, soweit ja, ich weiß. Dann würde ich sagen, ziehen wir dieses ganze Duell rein. Das letzte Duell in Minecraft with Sam. Und damit sagen wir 3, 2, 1, los! Ding. Eier fliegt! Echt jetzt? Fliegt! Leck! Was passiert hier? Oh Gott! Ich hab keine Ahnung. Oh Gott, ich wurde getroffen. Okay, ich bin down. Oh Gott! Ich brenne auch. What the fuck? Ich hatte auch einen Mega-Lag. Unbewaffneter Übersichtler. Zuschauer, au! Wuhu! Nein, ich seh nix mehr. Nicht sterben. Ah, wo ist es denn? Ich läuf hier ohne Rüstung rum und so. Ich bin voll. Au, ich bin gleich tot. Nein! Oh Gott, ich slack. Oh. Feuer irgendwie. Ja? Ich seh nichts. Oh, Lobby ist tot. Wow. Ich hab auf den Hund geschossen. Aua. Was ist denn das? Ah, Gepi ist tot. Lol. Okay, ich muss wieder rein. Ich kann nicht mehr springen.
Wer ist noch übrig? Wer ist noch da? Wer ist ich noch bin da? Noch da. Ich bin noch da. Es laggt! Ah, oh, es laggt so doll, ich sehe nichts! Also ich guck euch jetzt zu, ich bin tot. Ich bin doch schon raus. Ich brenne mit meinem eigenen. Diejenigen, die keine Rüstung anhaben, sind schon tot. Ich stehe hier im Wasser und... Jetzt bin ey, ihr müsst mal von dem Duellplatz runtergehen. Sorry, Basti. Wie wenn wir nicht weg können? Ihr spawnt ja direkt da, ne? Das war ein bisschen wichtig. Unklug von uns, glaube ich. Hab ich noch einen geschlagen? Nein. Doch! McManus wurde von Adi und ha! Alle kalt. Wo seid ihr denn? Toll. Da ist Lobby! Lobby! Ja, warum nicht? Ich bin mal weg. Hast du einen Goldapfel gegessen? Lol. Wo bist du? Lobby hat das Spiel verlassen. Lobby bist du oft geflogen? Ja, ich bin geflogen. Wo ist er denn? Lebst du noch? Nein! Ey, lass mich schon, lass uns mal, ey, wir sind alle tot hier. Ihr seid alle tot, also nur noch Lobby und ich leben, oder was? Nein, ich lebe doch auch noch. Wieso schlage ich dich dann nicht, wenn... Also es ist noch ein Kampf zwischen Julia, Lobby und... Wo seid... Ah, da unten ist Lobby. Oh, da ist Anne. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja! Oh, Anne, ja! Anne! Juhu! Nicht schlecht, Anne, nicht schlecht. Ich war nice one! Boah, wie krass! Wuhu! Hey. Oh, dort muss meine Kugel. Aber das Feuer kam ganz, glaube ich, hauptsächlich von mir und hier. Boah, das lag. Kann ich die Kugel nochmal benutzen? Das Server ist dafür nicht ausgelegt. Ja, ich weiß auch nicht. Ja! Alter Schwede. Aber Leute, ja. Komm, lass uns doch mal treffen. Ich hab keinen Mana mehr. Lass alle nochmal bei dem Bett treffen. Nein! Das ist okay. Lobby. Okay. Lass doch jetzt weg. Okay. Nee, das Bett ist noch da. Ah, okay. Also auf jeden Fall. Super cool. Hallo, Anna hat gewonnen. Wie krass, ey. Ja. Hätte ich nie gedacht. Und vor allen Dingen Julia, zweite, Lobby, dritter. Ja. Und ich glaube, ich war vierter, ne? Ja, bei mir war es das fünfte. Ich hab sie alle geschlachtet. Einmal war es knapp, einmal war ich fast tot. Hammer. Das war Anne gewinnt, cool, hätte ich nie gedacht, ey. Nice. Anne aber sehr cool auf jeden Fall. Ja, und ich würde sagen, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bewertet das Video auf jeden Fall nochmal positiv, wenn es euch gefallen hat. Schaut auf jeden Fall in die Videobeschreibung. Schaut nochmal bei allen vorbei. Es lohnt sich definitiv. Und ja, wir sind raus, oder? Ja und wir sehen uns im nächsten Projekt. Bleibt dran. Tschüss. Warte, ich friere nochmal kurz den Manus ein. So, jetzt. Boah, Anne, ey, ihr seid zu zweit auf mich los, ihr seid so unfair, ne? Ja.